ist so ein Stürmer, der vorne ist, der kopfballstark ist. Das gibt dir auch eine andere Variante. Ich gehe nach Frankfurt und dann haben alle gleich gesagt, boah. Es gibt ein Sprichwort, was der Zimbo immer sagt, das kann ich jetzt nicht sagen. Nils Nkunku auf der linken Seite. Geht wieder durch. Ball in die Mitte. Möglichkeit. Tor! Tor! Koch mit dem Tor. 2:1. Das gibt es nicht. Robin Koch macht das Siegtor. So emotional endete das letzte Jahr für unsere Eintracht. Euch da draußen erst nochmal, auch wenn es ein bisschen spät ist, ein frohes neues Jahr 2024. Das Fußballjahr startet für die Eintracht am Wochenende mit dem letzten Hinrundenspieltag in Leipzig. Über dieses Spiel sprechen wir hier in der neuen Folge im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Bevor wir das tun, schauen wir uns aber erstmal die Tabelle an. Letzter Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach, immerhin schon 4 Wochen her. Die Eintracht hat sich ja mit dem Sieg auf Rang 6 geschoben, dicht verfolgt von der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg. Beide mit 24 Punkten direkt hinter uns. Und Leipzig, die gehören zum Spitzenquartett. Bayer Leverkusen, Bayern München, VfB Stuttgart und Leipzig. Ja, die sind alle vorne mit dabei. Und zwischen uns dann Borussia Dortmund. Also sieht man, ist schon ein kleines Spitzenspiel. In diesem Spiel muss aber unser Cheftrainer Dino Topmöller auf 3 Säulen verzichten. Alle sind beim Afrika-Cup, der am Samstag in der Elfenbeinküste startet. Hier, Elias Skiri, einer, der geht für Tunesien an den Start. 14 Bundesligaspiele, 2 Tore immerhin, 1 Vorlage. Und wir wissen ja, wie wichtig er für unser Spiel ist. Der zweite, ja, auch er ist wichtig, Omar Mamouche, 7 Tore, 3 Vorlagen. Er geht für Ägypten an den Start und zählt mit seinem Teamkollegen Mo Salah vom FC Liverpool ja, zum Favoritenkreis. Und der dritte im Bunde, Fares Chaibi, 14 Bundesligaspiele, 1 Tor, das hier gegen Dortmund sehen wir, 4 Vorlagen. Er ist mit Algerien dabei und auch Algerien zählt zu den Favoriten. Ja, die Zahlen, aber auch die Positionen verdeutlichen natürlich nochmal, da fehlt was im Januar für unsere Eintracht. Und wie schwer das wiegt, darüber sprechen wir jetzt mit Erwin Skeler. Grüß dich, Erwin. Hallo, Lars. Erwin, 3 Stammspieler sind nicht mehr dabei. Wie sehr schmerzt das? Ja, allein von den Zahlen jetzt, die du richtig gesagt hast, die 3 Stammspieler fehlen. Einer der 6er bei uns, der Skiri, der die meisten in der Bundesliga, wenn du Laufwerte siehst, wie viel er läuft im Spiel, dann unsere Torjäger, ist klar, und dann auch unser Standardspezialist, Herr Ibi, das ist schon... Ja, 3 Stammspieler, das ist schon zu verkraften, das ist nicht einfach, aber wir haben auch gut eingekauft und jetzt sehen wir direkt jetzt Wochenende gegen Leipzig, das freuen wir uns alles, dass die Bundesliga wieder losgeht. Das ist eine perfekte Überleitung, Erwin. Wir schauen uns mal die Aufstellung des letzten Heimspiels an gegen Borussia Mönchengladbach. 4-4-2 gespielt und die 3 haben wir gerade erwähnt, sind nicht mit dabei. Und ja, kommen da schon die Neuzugänge zum Zug oder wen würdest du da einsetzen? Ja, erstmal natürlich haben wir gesagt, die 3 fehlen uns total und dann jetzt, wir haben auch in der anderen Spielen versucht, dann auch wenn Skiri verletzt war, dann mit Götze und Larsson, ein Doppel-6, das steht bei uns erstmal, ob der Götze Larsson und Skiri Götze oder Skiri Larsson, da haben wir schon versucht, dann vorne natürlich auch jetzt mit unserem neuen Zugang. Das ist ein richtiger Stürmer, der Sascha, da ein richtiger Neuner, was wir uns auch gefällt hat. Da ganze Zeit haben wir mit Mamouche versucht und jetzt auch mit Donny van der Beek, ein Spieler, der kennen wir uns auch aus Ajax-Zeiten. Mhm. Ein sehr torgefährlicher Spieler, der auch, auch den Position in 6er nehmen kann, aber auch dann hinter der Spitze oder als 8er, als 10er, so ein Box-to-Box-Spieler, der sehr viel da im Box geht, das ist ja auch torgefährlich, wie gesagt, auch wenn er es letzte Zeit jetzt, ja, durch Verletzung so, aber wie gesagt, es ist eine beide sehr gute Verpflichtung für uns jetzt und ja, wir freuen uns auf die 2 Jungs und wir hoffen, dass es sofort einschlagen. Ja, auf alle Fälle, Van der Beek bei Manchester United zuletzt gespielt. Lass uns nochmal ganz kurz über Sascha, du hast schon mal angeschnitten, er ganz vorne als Stoßstürmer, er hat schon bewiesen in der Bundesliga, dass er treffen kann, aber inwiefern verändert sich auch unser Spiel vielleicht jetzt, ne? Dass wir sagen, okay, wir haben da vorne einen echten Neuner, einen Stürmer, der auch Kopfball spielen kann. Das ist ein Spieler, der sehr variabel ist. Genau, du hast auch angesprochen, das ist für mich sehr, sehr wichtig, auch für unser Spiel, auch einen kopfballstarken Spieler da drinnen zu haben. Weil wir haben gesehen, auch in vielen Spielen zu Hause, besonders gegen Gegner, die tief gestanden haben, die wir uns nicht so viele gute Räume oder nicht so viele Räume gelassen haben. Wir haben Probleme gehabt, durch die Mitte zu kombinieren. Und dann
ist so ein Stürmer, der vorne ist, der kopfballstark ist. Das gibt dir auch eine andere Variante, ob über Außen zu kommen, über Flanken zu kommen. Das haben wir auch gesehen, auch letztes Spiel gegen Gladbach. Beide Tore haben wir über Außen gemacht und das ist auch eine Variante. Noch dazu, der ist nicht nur kopfballstark, der ist Abschluss links, rechts. Der setzt auch seine Mitspieler sehr gut in der Szene und das mit dem Van de Beek, der auch vielleicht hinter ihm spielen kann, der auch, wie gesagt, als Doppelsturm reingehen kann, in der 16er auch torgefährlich ist, dann haben wir zwei gute Verpflichtungen. Und dann, wie das aussehen kann, ob der jetzt Götze Doppel-6 spielt, ob wir mit 1-6er, mit 2-8er und 2-Sturm, das werden wir sehen. Aber wir haben viel mehr Alternativen jetzt und, ja, und auch von der Bank oder so. Und das ist schon ist gut für unsere Trainer. Das war ja schon vorher sehr variabel tatsächlich, wie man das immer angegangen hat. Dreier-, Fünferkette, Viererkette, 4-4-2, 4-2-3. Also war ja viel, viel drin. Ja, absolut. Und das haben wir auch richtig gut gemacht. Und viele spielen auch 4-4-2. Das hat auch gegen Bayern auch da erfolgreich. Ja. Und jetzt gegen Gladbach auch. Und muss mal sehen. Sascha Kalajdzic war Mittwoch auf der Eröffnungspressekonferenz als Neuzugang. Und da hat er darüber gesprochen, wie seine ehemaligen Teamkollegen aus Wolverhampton reagiert haben, als er gesagt hat, ich wechsle zu Eintracht Frankfurt. Die Spieler bei Wolverhampton haben mich dann gefragt, wo ich hingehe, als ich dann schon gesagt habe, dass ich gehen werde. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Frankfurt. Und dann haben alle gleich gesagt, boah, großer Verein, geiler Verein. Und das beschreibt es eigentlich gut. Also es ist ein Riesenverein, einer der größten in Deutschland. Fantechnisch von der Fanbase her, glaube ich, auch mit einer der besten oder größten. Und ja, Stadion, Infrastruktur ist top. Sascha Kalajdzic, vielleicht schon am Samstag in der Startelf gegen Leipzig. Nur Erwin würde ihn, glaube ich, stellen. Blicken wir mal auf den Gegner. Zwei Prominente sind nicht mehr mit dabei. Timo Werner ist ausgeliehen zu Tottenham Hotspur und Emil Forsberg, der ist in die USA gewechselt. Dafür brilliert in der Hinrunde aber ein anderes Duo. Ein Name, der verpflichtet. Als Leipzig Xavi im Sommer für ein Jahr von Paris Saint-Germain ausleiht, sind die Erwartungen riesig. Doch der 20-Jährige hat nur eins im Kopf. Ich weiß, dass die Leute einiges von mir sehen wollen. Doch am Ende des Tages will ich einfach den Fußball genießen. Das ist am wichtigsten. Und deshalb läuft es, glaube ich, auch so gut. Und wie es läuft, Xavi schlägt vom Start weg voll ein. The opening goal for Leipzig, courtesy of their new wonderkid. 3 Tore und 4 Assists allein in den ersten 4 Spielen. Xavi erobert die Bundesliga im Sturm. Sein Geheimnis? Ich würde sagen, Mentalität ist das Wichtigste. Ich glaube, klar zu sein im Kopf, zu wissen, was man will und jeden Tag zu genießen, das ist das Wichtigste. Klingt ganz schön cool für sein Alter, aber Xavi hat ja auch schon viel erlebt. Bereits Vater Regilio Simmons ist Fußballprofi, seine Mutter stammt aus Suriname. Ausgebildet beim FC Barcelona trifft er früh auf sein großes Idol, nachdem er benannt wurde, Xavi Hernandez. Als kleiner Junge, sein Idol spielen zu sehen und zu treffen, ist unglaublich. Mit 16 folgt der Schritt zu PSG. Nach einem Jahr in Eindhoven, wo er mit 19 Treffern Torschützenkönig wird, nun das Abenteuer Leipzig. Hier scheint er sich sichtlich wohlzufühlen. Ich würde sagen, wir sind wirklich ein Team. Wir wollen wirklich etwas erreichen. Ich war jetzt in 2, 3 Teams als Profi und ich sehe wirklich, dass wir ein richtiges Team sind. Ein Team, das trotz namhafter Abgänge wie Christopher Nkunku oder Dominik Szoboszlai wieder begeistert. Auch dank ihm Neuzugang Luis Openda vom RC Lens. Und Openda! Wow, that is so good! 11 Tore, 4 Vorlagen, der 23-Jährige, der Top-Torjäger der Bullen. Bester Vorbereiter bei RB, aber Xavi. 7 Assists, nur Bayerns Leroy Sané gelangen mehr. Xavi und Openda, Leipzigs neues Dreamteam. Ja, was die zwei wirklich drauf haben, das werden wir am Samstag dann mal auf den Prüfstand stellen. Erwin, Openda und Simmons, was sagst du denn zu den zwei? Ja, das ist alleine die Zahlen jetzt, wenn man sieht, auch der Stürmer mit 11 Toren und dann der andere, der ist 20 Jahre alt, schon alleine der Name Xavi, das ist schon ja, hochklassig und wo er auch gespielt hat, auch letztes Jahr Torschützenkönig in der Herrendivision oder in Holland, ja. Das ist schon Wahnsinn und jetzt auch der Junge sofort in der Bundesliga eingeführt und ja, diese Führungsrolle auch genommen, das ist schon mit 20 Jahren, das ist schon sehr, sehr stark.
Also die zwei sind auf jeden Fall in Form. Ob du noch in Form bist, das werden wir am Freitagabend tatsächlich mal überprüfen. Nämlich die Traditionsmannschaft spielt beim Matej Cup und du mit dabei. Wie sieht's aus? Bist du vorbereitet? Wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben uns auch zweimal trainiert. Wir wissen auch genau, was wir uns vorhaben. Unsere Trainer wissen ganz genau, wie wir in der Halle auch dann taktisch reagieren Halle sollen. Halle muss ja deins sein, Erwin. Natürlich, es freuen uns schon und natürlich bin ich dabei und bin topfit. Erwin, viel Erfolg euch und vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Wer noch mehr von Erwin Skiller hören möchte, dann schaltet ein bei unserem Podcast Eintracht vom Main. Da war nämlich auch Erwin mit dabei. Erwin Skiller ist vorbereitet. Unser Frauenteam, die bereiten sich gerade vor, nämlich auf die Saison im Trainingslager in Portugal. Ja, es wird ein richtig zackiger Monat, der Januar. Da stehen einige Spiele auf dem Programm. Erst DFB-Pokal gegen den SC Freiburg, dann Rückrundenstart gegen Köln und dann noch zweimal Champions League. Da wollen sie ja das Wunder schaffen und doch noch weiterkommen. Alina Friedrich berichtet von der Algarve. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Unsere Eintracht Frankfurt Frauen, die bereiten sich in Albufeira auf die anstehenden Aufgaben in den kommenden Wochen vor. Es ist nämlich so einiges. Eingangs erwähnt wurde ja bereits 3 Spiele innerhalb von einer Woche in 3 Wettbewerben. Also ein ordentliches Brett, was da auf die Mannschaft von Nico Anautis zukommt. Im Hintergrund läuft gerade das 11 gegen 11 der heutigen Trainingseinheit. Die Bedingungen, habe ich mir sagen lassen, auf dem Platz sind sehr gut und man sieht es ja auch im Hintergrund. Das Wetter, das macht auch mit. Also auch da haben wir sehr gute Trainingsbedingungen. Blicken wir mal auf die Personallage. Verabschieden mussten wir uns von 2 Adlerträgerinnen, unter anderem Letizia Santos. Sie hat es zurückverschlagen in ihre Heimat nach Brasilien. 6 Jahre war sie in Frankfurt. Wir wünschen Letizia natürlich alles Gute. Und ebenfalls Carlotta Wamser, die wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Köln. Auf der anderen Seite haben wir gestern einen Neuzugang bei uns hier in Portugal begrüßen dürfen. Remina Shiba ist ihr Name. Sie kommt aus Japan, ist 24 Jahre alt und offensiv flexibel einsetzbar. Sarah Dorsun, die hat am Anfang der Woche noch etwas moderater mittrainiert aufgrund von einer Erkältung, ist jetzt aber wieder voll im Mannschaftstraining mit dabei und auch Anna Elling. Die ist aus ihrer Langzeitverletzung zurück auf dem Platz und kann wieder mit der Mannschaft trainieren. Also da haben wir natürlich auch wieder sehr positive Nachrichten. Des Weiteren gibt es noch positive Nachrichten. Unter anderem hat Lara Praschnika, vielleicht hat der eine oder andere von euch es ja mitbekommen, ihren Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2028 verlängert. Unsere Topscorerin, die bleibt also. Und zudem wurde sie Fußballerin des Jahres in ihrem Heimatland in Slowenien. Ebenso wie unsere Nummer 28 Barbara Dunst, Fußballerin des Jahres in Österreich wurde. Am Montag fand ja bereits ein Testspiel statt gegen Rotterdam. 3:1 konnten wir das für uns entscheiden. Und am Freitag, da gibt es dann noch einen letzten Test gegen Den Haag. Das Spiel wird leider nicht auf Eintracht TV übertragen, aber ihr habt die Möglichkeit, über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden zu bleiben. So viel also aus Portugal und damit dann zurück zu dir, Lars. Montag, 22. Januar, da geht's los für unsere Frauen im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Mit Game Vision hat Eintracht TV ja ein ganz neues Format geschaffen. Es geht darum, sich in die Spieler hineinzuversetzen. Warum passen sie dorthin? Warum laufen sie in den Raum? Oder in seinem Fall, warum steht er genau da, wo er stehen muss? Eine neue Folge Game Vision mit Kevin Trapp und wir zwischen den Pfosten. What a save from Trapp! Sensationelle Parade von Kevin Trapp. Ja, was ist das denn für eine Weltklasse-Parade? Es gibt ein Sprichwort, was der Zimbo immer sagt, das kann ich jetzt nicht sagen. Und das sind eben so diese Dinge, die im Torwartspiel dann kommen, wo du dich in Millisekunden dazu entscheiden musst, was machst du jetzt? Die ganze Folge über eine halbe Stunde lang Game Vision mit Kevin Trapp findet ihr auf Eintracht TV und auf YouTube. Natürlich hoffen wir, dass Kevin Trapp am Samstag in Leipzig seinen Kasten sauber hält. Das war's hier von der ersten Folge im Herzen von Europa im neuen Jahr, präsentiert von Indeed. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Das war's für heute. Im Herzen von Europa wurde euch präsentiert von Indeed, stolzer Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt.